Guten Morgen, mein Schatz. Heute ist ein großer Tag. Warum? Na, weil du doch heute das allererste Mal ganz alleine in der Kita sein wirst. Lieber mit Mama. Ja, das kann ich verstehen. Aber du wirst sicher ganz viel Spaß haben. Und die anderen Kinder kennst du ja auch schon. So, ab in den Hochstuhl mit dir. Möchtest du lieber ein Brot, ein Brötchen oder Rührei frühstücken? Eis! Aber doch nicht zum Frühstück! Da hat Finn recht, Lena. Eis gibt es nur zum Nachtisch. Schade. Dann Brötchen. Okay, dann mache ich dir eins. Hier, bitte sehr. Komm, Finn, wir müssen los. Bis später, ihr zwei, und viel Spaß dir, Lena. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. So, Lena, wir müssen auch langsam los. Dein Rucksack habe ich gepackt. Der Weg ist nicht allzu lang. Da brauchen wir keinen Kinderwagen. Teddy auch mit. Ja, klar. Oh, hallo, ihr zwei. Da sind wir doch tatsächlich genau gleichzeitig aus dem Haus gelaufen. Na, dann können wir doch gemeinsam hingehen. Katze! Ja, wie süß. Haben? Nein, Lena, du kannst die Katze nicht haben. Sie hat bestimmt einen Besitzer. Schau mal, da vorne ist schon der Kindergarten. Hallo zusammen. Hallo, Luna. Schön, dass du auch da bist, Lena. Du wirst heute bestimmt richtig viel Spaß haben. Das denke ich auch. So, Lena, ich gehe dann mal und hole dich bald wieder ab. Mama! Keine Sorge, Süße. Ich bin ganz schnell wieder zurück. Komm mal zu mir, Lena. Wollen wir nicht schauen, womit du spielen kannst? Okay. Nimm mal meine Hand. Deine Mama kommt bald wieder. Bis dahin sind Teddy und ich für dich da. Ich rufe sie natürlich an, wenn etwas ist. Super. Dann bis später, Lena. Tschüss, Mama. Schau mal, Teddy und Emil spielen mit den Tieren. Oh ja, mit den Tieren spielen. Du kannst die Giraffe und das Zebra haben. Giraffe hat Durst. Das Nashorn auch. Es ist ganz heiß in Afrika. Ich gehe mit dem Auto spielen. Ich komme mit. Komm, Lena, wir können zusammen in der Puppenecke spielen. Oh ja. Guck mal, das ist Bella. Du kannst sie spazieren fahren und ich bereite ihr Frühstück zu. Ganz ruhig, Bella. Das Essen ist fertig. Ihr könnt nach Hause kommen. Setz Bella am besten auf den Stuhl. So, hier kommt der erste Löffel. Mein erster Arbeitstag nach der Elternzeit. Ich bin ziemlich aufgeregt. Oh, was ist denn hier los? Willkommen zurück, Nina. Schön, dass du wieder da bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Dann mal ab ins Büro. Mal sehen, ob es neue Fälle gibt. Hallo, Polizeiwache Spielstadt. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Frau Bergmann, die Schulsekretärin des Gymnasiums. Bei uns wurde ein Graffiti an die Wand gesprüht. Alles klar, ich komme vorbei. Sehen Sie, hier ist es. Na, dann schaue ich mir das Ganze mal genauer an. Keine Spuren. Aber Moment mal, was ist das denn? Hier liegt ja noch eine Dose. Vielleicht finde ich darauf Fingerabdrücke. Du hast aber ein leckeres Brot dabei, Lena. Ja, mit Marmelade. Nach dem Frühstück gehen wir draußen spielen. Oh ja. Hier ist tatsächlich ein Fingerabdruck. Haben wir den schon in unserem Archiv? Ja, sogar mit Adresse. Der hat aber schon oft gesprüht. Ja, hallo? Tschüss. So nicht. Sie sind wegen mehrfachem Graffiti-Sprühen verhaftet. Na toll. Ab ins Gefängnis mit Ihnen. Sie haben Glück, dass die Strafe nicht so lang dauern wird. Mit dem Roller zu fahren macht so Spaß. Oh je, ich bin da, Lena. Wo tut es denn weh? Knie.
Am Knie? Das wird wieder besser. Und wenn nicht, klebe ich ein Pflaster drauf. Okay, weiter mit Bella spielen. Ja, lass uns eine Burg für Bella bauen. Oh, noch ein Einsatz. Ja, hallo? Guten Tag, ich vermisse meine Katze. Oh, wie sieht sie denn aus? Sie ist klein und komplett schwarz. Ich glaube, ich habe die Katze heute schon gesehen. Ich schaue mal bei der Stelle nach. Schade, sie ist nicht mehr da. Dann erstelle ich eine Vermisstenanzeige. Und jetzt muss ich auch schon Lena abholen. Schau mal, wer da ist. Mama! Hallo Lena. Und wie hat dir der Tag gefallen? Gut. Das freut mich sehr. Ich bin ja so stolz auf dich, meine Große. Ich auch. Dann bis morgen. Bis morgen, Luna. Katze! Ja, ich habe auch etwas gehört. Da oben! Oh ja, stimmt. Und die Katze wird sogar schon vermisst. Pass mal eben auf die Kinder auf, Charlotte. Ich hole schnell eine Leiter aus der Polizeiwache. In Ordnung. Da bin ich wieder. Ich halte unten fest. Ich esse auch. Und ich auch. Super, dann bin ich ja ganz sicher. Komm mal her, kleine Katze. Ich bringe dich in Sicherheit. So, und jetzt ab zur Besitzerin. Ja, hallo? Oh, Sie haben meine Lilly wiedergebracht. Vielen Dank. Kein Problem. Ich habe sie gefunden. Ich auch. Das habt ihr toll gemacht. Hier, für jeden ein Eis, als Finderlohn. Danke. Da bekommst du ja doch noch dein Eis, Lena. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.